Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Production Line. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir es gesehen. Es gab so ein paar Probleme mit, vor dem Patch. Wir hatten unter anderem große Probleme mit unserer Fensterproduktion. Und jetzt habe ich gerade Probleme mit unserer FPS-Produktion. Offenbar wegen dem Speicher. Nicht, dass da wieder die Tonspur verschoben ist. Ich mach mal kurz hier so. Wir hatten Probleme mit dem Speicher, sag ich schon, mit den Fenstern, mit der Herstellung der Fenster. Irgendwie hat er die nicht angenommen, deswegen hatte ich das wieder umgebaut. Aber das Ganze, und ihr habt ja wirklich viele, viele Tipps dazu gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Aber letztlich hat sich herausgestellt, es war wirklich ein Bug im Spiel, dass von der Produktion zur Verarbeitung der Fenster die Fenster nicht hintransportiert wurden. Egal, was ich versucht habe, auch offscreen. Ich habe das ja auch im Vorfeld und zwischen den Folgen auch getestet mit dann dediziert dahin schicken und so weiter. Also, dass die Produktion die Fenster nur aus eigener Produktion nehmen soll und so weiter, hat alles nichts genützt. Dann seht ihr, nach dem Update müssen wir hier bei der einen oder anderen Sache die Reihenfolge der Produktion ändern. Die hat sich auch verschoben. Da schauen wir jetzt mal kurz drauf, wo wir hier sind. Und zwar übrigens, wie ihr gerade seht, jetzt ist das Spiel auch auf Deutsch. Viele von euch haben sich gewünscht, ey, ich verstehe auch kein Wort von dem, was du erzählst, und dein Englisch ist auch scheiße. Gibt's das auch auf Deutsch? Ja, mittlerweile gibt's das auch auf Deutsch. So, wir waren zuletzt bei Kühlermontage, beziehungsweise wir sehen hier, da gibt's ein Problem mit der, jetzt hat er schon wieder ein Problem mit dem Speichern hier. Also irgendwas ist immer noch, ihr wisst, also ich habe ja hier neues Setup und so alles geändert und irgendwie manchmal, ich weiß auch nicht, was das ist, und ich bin immer noch dabei. Ganz ehrlich, an manchen Tagen sitze ich hier und könnte heulen, weil es geht nichts, alles schief, nichts geht mehr so, und das ist echt mega frustrierend. Mega, mega frustrierend. So. Also. Kühlermontage. Das können wir nicht aufsplitten. Dann Auspuffmontage. Dann haben wir hier Auspuffmontage. Das ist auch noch richtig. Die braucht 3 Minuten. So, dann kommen wir hier zu den Felgen. Ah, jetzt habe ich wieder den Timer hier im Weg. Sheet. So. Bei den Reifen oder bei den Felgen steht hier, es ist nicht einheitlich übersetzt. Das ist natürlich nicht so schön. Da sind wir falsch. Können wir entweder Reifen nehmen oder... Nee, Moment, hier ist die Reihenfolge geändert, ne? Anders, ne? Ah, genau, hier ist nur die Reihenfolge anders. Okay. Also wäre das hier jetzt Felgen, Reifen, Bremsen. Und jetzt ist es Bremsen. Das heißt, also hier müssen die Bremsen rein. Und hier müssen dann die Reifen rein. So, dann hätten wir die Reihenfolge, glaube ich, schon mal wieder behoben. Ich hoffe, dass die jetzt so alle verbunden sind. Jawohl. Dann. Genau, das war einmal das Problem. Dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt möglicherweise, ich lasse es immer noch nicht weiterlaufen, dass wir jetzt hier diese Fensterproduktion jetzt nach dem Patch, wo es jetzt eigentlich funktionieren müsste, dass wir das da nochmal probieren. Ob es dies denn auch tut. Dazu gehen wir hier auf Türmontage, Fenstermontage. Dann würde ich sagen, wir bauen hier nochmal eine Fensterproduktion rein. Da war das so, dass eingehende Materialien sind immer auf diesen grauen Feldern und ausgehende Materialien sind auf den grünen Feldern, wenn ich das richtig erinnere. So, dann die Produktionsmittel an- und abtransport. Wir haben ja noch das Zwischenlager, das kann damit dann auch befüllt werden. So, und dann können wir sagen hier, bevorzugt Importe verwalten und dann bevorzugt lokale Importe verwenden und hier auch Importe verwalten. Bevorzugt lokal. Das heißt, wenn wir welche haben, soll ich von hier nehmen, ansonsten von da hinten. Ob sich das finanziell auswirkt, sollten wir auch mal eben angucken. Und zwar im Moment das teuerste in den letzten 24 Stunden war teilweise Glas. Okay, da waren die Experimente noch drin, wo wir versucht haben, das selber zu reparieren. Aber in der letzten Stunde seht ihr Fenster auf jeden Fall vorne mit dabei. Das ist der Preis. Das ist der Gesamtpreis. 3000. Und das nächste sollten wir die Türverkleidung und sowas auch mal hier selber herstellen. Also seht ihr hier, die teuersten Dinge sind die Türverkleidung. Dann gucken wir, ob wir die selber herstellen können. Aber jetzt schauen wir natürlich erstmal gespannt drauf. Funktioniert die Fensterproduktion? Und dazu dürfen wir nicht draufklicken, weil da wissen wir schon, dann funktioniert es sowieso. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal hier an, wo kommen die Teile her. Das andere, was wir teuer brauchen, sind die Servos, aber hier geht es jetzt erstmal um die Fenster. Und da sehen wir,
Im Moment. Und da werden die auch schon angefordert. So, da kommen die Servos. Und jetzt werden hier Fenster produziert. Und sollten dann eigentlich auch rüber transportiert. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da kommt das Glas. Und da wird gebaut. Und jetzt liegen da Fenster rum. Jetzt werden gerade oben keine gebraucht. Ich bin gespannt. Dann können sie noch weiter enforcen, indem wir sagen, nur Lokale. Und dann sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und wenn es dann nicht stehen bleibt, funktioniert es auf jeden Fall. So, ich bin gespannt. Wir beobachten das mal. Also erstmal kommen die Fenster auch aus dem Lager raus. Und wir sollten uns auch wirklich mal die Zeit nehmen, uns das in Ruhe anzuschauen und genau zu gucken, woran liegt das jetzt. Das Lager jedenfalls wird voll gemacht. Die Autos werden weiterverarbeitet, die Fenster kommen hier aus dem Lager raus. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die von hier ins Lager reingehen. Wir klicken mal drauf und gucken mal, was es tut. Und da sehen wir, die fertigen Fenster werden ins Lager geliefert. Okay, also Fensterproduktion funktioniert, da können wir kosteneffizient arbeiten. So, was erforschen wir gerade? Wir erforschen gerade schnelles Trocknen. Und damit wollten wir hier oben, glaube ich, den kleinen Engpass beheben. Das heißt, lass uns mal ein bisschen weiter vorlaufen und dann gucken wir mal ein paar weitere Dinge an, die es noch gibt. Und zwar, ebenfalls neu, ist jetzt hier der Verkaufsraum, der Showroom und der Markt. Und hier sehen wir, wo unsere Fahrzeuge derzeit ranken, wo wir derzeit den Markt, das Marktsegment besetzen, wo wir Konkurrenz haben, welchen Marktanteil wir haben und so weiter und so fort. Und hier haben wir irgendwie ein größeres Problem. Hier ist irgendwie, das Förderband geht hier nicht weiter. So. Ja, die ganzen Sachen wie Engpässe rausschnubbeln und so, das müssen wir natürlich auch noch alles machen. Hier zum Beispiel jetzt, da hoffe ich ja, dass wir mit der neuen Lackierung, dass wir da ein bisschen schneller werden. Aber wir sehen auch hier, die Trocknung ist auch viel zu langsam. So, und hier haben wir jetzt insufficient resources, aber die Fenster werden hergestellt. Und wir brauchen, wenn wir mal gucken, alle 2 Minuten 5 Fenster. Und wir stellen her, ich kann das nicht rechnen, ich bin zu doof dazu. Können wir die auch upgraden? Prädiktive Nachschubkontrolle. Ach du lieber Gott, was ist denn hier noch alles neu? Auf jeden Fall, ich glaube, diese Fensterfertigung ist etwas zu langsam. Das finden wir aber raus. Wenn hier gleich ein Stau ist, dann wissen wir das. Okay. So. Dann, wir haben 2 Millionen. Wir schauen mal kurz. Ja, wir senken jetzt natürlich eigentlich die Kosten für die Importe bei den Fenstern und somit auch die Gesamtproduktionskosten. Das sollte also hinhauen. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich, während wir hier auf die Forschung warten, schon mal darauf spezialisieren, weitere Import-Dinger zu senken. Ich glaube, das teuerste insgesamt ist die Türverkleidung. Können wir wahrscheinlich nicht bauen. Können wir Sitze bauen? Hatten wir nicht Sitze im Bau? Hatten wir nicht hier irgendwo Sitzfabrik? Sitzmontage. Wir schauen mal kurz. Das wäre dann hier bei Sitze. Sitzherstellung, dann haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Wir gehen das jetzt mal in aller Ruhe an. Ich habe ja eingangs gesagt, im Moment geht bei mir echt alles schief. Und das ist super frustrierend, wirklich. Und jetzt dachte ich mir, dann gehen wir doch hier mal besonders ruhig dran. In der Hoffnung, dass wir dann hier nicht so blöde Fehler machen, wie zum Beispiel im Gold Rush. Es ist einigen sehr nahe gegangen, habe ich den Eindruck. Aber es ist eigentlich nur ein Computerspiel. Türverkleidung wollte ich gucken, genau. Können wir die herstellen? Türverkleidung. Können wir herstellen? Sollten wir tun, weil das ist wirklich 236.000. Das sollten wir also erforschen. Gleich. Und lass uns mal derweil mal eben gucken, während wir hier auf die Forschung warten. Wir sind also hier im Moment mit einer Limousine im unteren Marktsegment. Mal eben schauen, ob wir alle Technik drin haben. Das ist nämlich auch neu. Wir können das jetzt auch anpassen. Ich frage mich gerade, in welcher Reihenfolge wir da am besten vorgehen.
Als erstes kommt ja gleich das Upgrade, und ich lasse mal wirklich die Zeit jetzt ein bisschen vorlaufen. Als erstes kommt ja hier jetzt das Upgrade für die Grundierung und die finale Lackierung hier. Da können wir ja mal ein bisschen zugucken, das habt ihr euch ja auch gewünscht, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und da seht ihr, was total cool ist jetzt hier. Neues Upgrade verfügbar. Alle vier vorhandenen Slots upgraden. Ist das cool. So. Ich glaube, dass wir mit unserer Fertigung, vielleicht liege ich da falsch, in die Breite gehen müssen, bevor wir, das habt ihr natürlich auch zu Recht angemerkt, deutlich mehr erforschen müssen in Technologien. Würde ich vorher hingehen und erforschen... Ach, das haben wir auch noch nicht gemacht. Fahrwerkspezialisierung. Mhm. Ja, machen wir erst die Sitzherstellung oder was wollen wir als erstes machen? Was ich jedenfalls auch machen wollte, ist die grundsätzlich hier. Da machen wir 172427. Ich würde vorstellen, wir machen dann erst die Sitzfertigung. Da können wir die nämlich schon mal in Ruhe einbauen, während wir die anderen Dinge weiter erforschen. Ist das eine Idee? Wollen wir es so machen? Hier, Sitzherstellung. Kostenlos 750. Machen wir mal schnell. Können wir auch mal einmal schnell die Zeit vorlaufen lassen. Ich trinke mal gerade einen Schluck. So, das war das eine. Pling, pling. Und das andere war... Was war denn das andere hier? Diese Seiten... Nee, was war das? Klimaanlage, Spoiler, Türverkleidung da. Genau, die stellen wir auch her. So. Wo werden die Sitze eingebaut? Die Sitze werden hier vorne eingebaut. Das heißt, die Fertigung für die Sitze am besten... hier irgendwo hin. So... Da ist die Anlieferung, da ist die Auslieferung. Also so rum, wenn. Da kommen die Sitze an. Ich würde es mal so versuchen. So. Und hier sagen wir natürlich, Importe verwalten vorwiegend lokal. Und schon geht die Montage los. Alle 3 Minuten wird der Sitz hergestellt. Und es wird alle... 3 Minuten 2 benötigt. Das heißt, wir bräuchten 2 Sitzmontagen, um die gesamten Kosten hier zu erfassen und nicht die Produktion stillstehen zu lassen. Denn, auch wenn das Manpower kostet, natürlich, wenn die Produktion stillsteht, stehen Leute rum, wir müssen die bezahlen und dann ist es möglicherweise gar nicht mehr günstiger als der Effekt, der ursprünglich von uns erzielt werden sollte. Wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Und da sehen wir da, die Sitze werden hergestellt und an den Verbraucher geliefert. Da sieht man es. Ganz kurz immer blau aufblinken. Sitzherstellung funktioniert. Da sollten wir vielleicht nochmal drauf gucken hier. Ich halte mal kurz die Zeit an. Importe. Sitze 24 Stunden. Waren hier vorne dabei Türverkleidung und Sitze. Innerhalb der letzten Stunde auch noch Sitze und Türverkleidung. Und das sollte sich dann gleich geändert haben. So, und jetzt, wie gesagt, würde ich gerne unsere Produktion breiter aufstellen, dass wir unterschiedliche Modelle, weil dann würde ich gerne in unterschiedliche Modelle investieren und auch noch die Produktion beschleunigen. Und wo war es denn jetzt? Hier, Verwaltung. So. Und wir können jetzt einbauen die... Nein, nicht hier, falsches Menü. Sondern hier, wir können jetzt hier die Türdinger einbauen. Hallo, komm her. So, Türmontage. Türverkleidung. Türverkleidung. Wo haben wir denn die Türverkleidung? Hier wird die reingebaut. Hier ist unsere Fensterproduktion. Brauchen wir denn für die Herstellung der Tür... Was brauchen wir denn da? Türverkleidung. Türverkleidung. So. Da würde ich sagen, hier ist die Ablieferung. Da machen wir es auch so rum, ne? Und verbinden das Ganze so. War jetzt ein bisschen nicht so schön, aber... Okay, was benötigt Stahlblech? Ja, und dann sind wir an dem Punkt, wo wir das eigene Stahlblech herstellen, ne? Wir haben gespannt, was wir hier mitmachen können demnächst. So, da kommen jetzt die Bleche. Und dann sagen wir natürlich hier Türverkleidungsmontage, bevorzugt lokal.
und er hier auch. Huch. Ich glaube, ich habe hier irgendwas in einer Türverkleidungsmontage nicht eingebaut. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Oh, die ganzen Zusatzfeatures haben wir hier gar nicht in die Fabrik gebaut. Gut, dass das jetzt... Warum? Achso, jetzt kommt diese Tutorial-Kack wieder hier. Gut, dass das jetzt automatisch funktioniert. Ja, aber so haben wir Gott sei Dank rausgefunden, woran es liegt. Und auch hier sagen wir jetzt bevorzugt lokal. Und hier bevorzugt lokal. Und jetzt sollten eigentlich diese Türverkleidungen von uns selbst hergestellt werden. Allerdings, wir gucken mal kurz, wie viele stellen wir hier. Alle 3:12 stellen wir eine her, glaube ich. Wir gucken mal, ob man das sehen kann. So. Eine, ne? Sieht man das irgendwo? Da ist eine. Mhm. Alle 3 Minuten. Und wir brauchen insgesamt 4 Stück alle 2 Minuten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Fabriken. So, ob das was gebracht hat. Ob die Preise jetzt aber dann schon sinken. Und vor allen Dingen, wir müssen hier nochmal... Das hat er schon eingebaut. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch noch entwirren. Das hier ist im Moment der Pferdefuß. 3:57. Hier müssen wir runter. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Und jetzt gucke ich erstmal, ob die Aufnahme was geworden ist, weil die ganze Zeit hier beim Aufnehmen er mir sagt, ich komme mit Aufzeichnen nicht hinterher. Mal gucken. Euch danke ich jedenfalls fürs Zuschauen. Schaut euch gerne auch mal die anderen Programme in meinem Kanal an. Und ich glaube, in der nächsten Folge wissen wir auf jeden Fall schon mal, ob wir hier vorne einen Effekt erzielt haben. Und dann müssen wir uns noch um was anderes kümmern, nämlich um unseren großen, riesengroßen Berg an Autos, der nicht verkauft wird. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss.